Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 1. Ja, letzte Folge haben wir von Lucor den Auftrag bekommen, wir sollen goldene Rüstungsplatten besorgen. Und ja, da sag ich nicht nein, ne? Ob er die bekommt oder wer anders, ist ja jetzt erstmal außer, ne? Steht erstmal außen vor. Aber wir besorgen ihm die natürlich. Oi! Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Seine Wurst springen, wa? Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Dich kriege ich, du Schwein. Okay, das funktioniert nicht. Ich hoffe, du lernst was daraus. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Vielleicht hat er ja irgendwie einen Hinweis dabei. Wir können ihn ja anscheinend nicht provozieren, dass der uns angreift. Also, der hat die Platten versteckt. Okay, beim ersten, die sind versteckt. Ja, die werden wir schon finden. Also, ich gebe doch keine 200 dafür aus, Junge. Never. Wenn ich die finden kann. Nie. Hä? Wo wird er die versteckt haben? Irgendwo, wo der pennt wahrscheinlich. In seiner Hütte oder sonst irgendwas. Wen haben wir hier? Annika. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafenkai. Ah ja. Ja, dann ja, vielleicht später mal. Aber danke fürs Angebot. Halt! Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich hab schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir. Krieg ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Ja, sehr freundlich. Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und 3 große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Ich werde die 3 Goldschalen für dich auftreiben. Das würde mir gefallen. Doch bei dem ganzen korrupten Pack hier in der Stadt wird das keine einfache Sache. Die Banditen werden genauso hinter den Schalen her sein wie wir. Also riskiere nicht zu viel, wenn dir deine Haut lieb ist. Ich habe schon von den Rüstungsplatten gehört. Es hat sich also inzwischen rumgesprochen. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist höchste Zeit, dass etwas dagegen unternommen wird. Lucor steckt hinter der Sache. Sprich mit ihm und finde raus, wo die 5 Platten sind. Ich besorg dir die 5 Rüstungsplatten. Gut, aber sei vorsichtig. Freiwillig wird dieser Bandit sie bestimmt nicht hergeben. Lucor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. So? Dann sorg dafür, dass er sie nicht bekommt. Sie gehören dem Orden. Also bring sie mir. Ei, ei. Zwischenspeichern mal.
Ja, die drei Schalen, dreierlei. Wir wissen ja, die zwei Brüder haben jeweils eine. Also wird ja wohl der dritte Bruder die dritte Schale haben. Und der ist irgendwo festgehalten. Also, da müssen wir dann den noch finden, bevor wir überhaupt erstmal eine kaufen. Können wir quatschen hier. Ja? Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Schon mal ein Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkeizelle, oder? Der Mann in der Hafenkeizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein, wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde Romanovs Gold für dich finden. Sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Ja, das wäre anscheinend dann die nächste Aufgabe, die wir für den Orden erledigen können. Bin jetzt ein bisschen ruhiger gewesen während der Gespräche, schon alleine, damit wir da schnell durchkommen, weil sonst dauert das Gelaber noch fünfmal länger. So, Aussicht, ja, gibt nichts zu sehen. Wer haben wir denn hier? Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov, einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, so eine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel.
Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich, das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit, sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Klar. Boah, zum Glück sind wir vorher nicht direkt hier in die Hafenstadt geeiert, ich sag's euch. Das ist ja sowas von teuer alles hier, was wir machen müssen. Dann musst du jetzt den wieder bezahlen, musst du dem jetzt hier eine Nudel besorgen und so. Dann musst du die Goldschalen kaufen. Lol, wie er jetzt hier gespawnt ist gerade eben. Ist hier vielleicht ein Fell auf dem Schiff? Hab ich hier drauf? Wir suchen ja noch die Felle. Guck mal, da liegt doch eins. Nö, Hornmuschel. Toll. Eine Fackel. Toll, ich dachte, das wäre ein Fell, was da in der Ecke liegt. Aber dann eben nicht. Zack, zack, zack. Müssen trotzdem die Augen mal offen halten. Vielleicht liegen hier doch noch welche rum sonst. So, wir müssen also die hier, wahrscheinlich die hier, ne? Die sitzt ja hier direkt schon. Ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu, erst das Gold, dann das Vergnügen. Bezahl mich bei Donna Sonja, dann reden wir weiter. Ja, dann müssen wir also zu Sonja hin und ja, müssen erstmal das Bordell finden, wa? Aber ich glaube schon, ich weiß, welche Hütte das ist. Die hat mir schon erzählt, dass das die fette Hütte am Kai hier vorne ist. Die fette Hütte sieht aus wie das geradeaus jetzt von hier aus. Erstmal das Blut hier auf dem Boden vom Schlachthaus, ist klar. Wegen des Spions. Hast du schon mit allen Beteiligten gesprochen? Bisher noch nicht. Dann solltest du das tun. Ja, mit dem müssen wir auch noch quatschen. Das ist so viel im Moment, was wir noch machen können. Bauer. Eure Bürgerin. Lilly. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Ja, dann haben wir das Bordell anscheinend auch direkt schon gefunden. Wurzel. Ich nehme mal eben die Wurzel mit. Vielleicht ist hier noch was bei, was wir hinterher zu Tränken machen können, zu so Permatränken. Die wollen wir natürlich direkt haben. Deswegen, man kann die Äpfel auch futtern, die geben auch Stärke. 10 Äpfel, 1 Stärke. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt zum Brauen benutzen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber können sie auch erstmal aufbehalten. Wir brauchen sie ja momentan nicht. Speichern. Wer bist denn du? Da ist doch Sonja direkt schon. Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Klar. Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Verkaufst du auch Informationen? Wenn das Gold stimmt, bekommst du alles von mir. Du gibst mir 10 Goldmünzen und stellst deine Frage. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich es tun. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede? Dann behalte ich das Gold. Das ist ja riesig. Kein Spaß ohne Risiko, Schätzchen. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Olga ist gerade frei. Sie ist dort drüben und wartet auf dich. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Oh lol, Olga wollte ich überhaupt gar nicht haben. Ich wollte das hier machen. Naja, werden wir Olga gleich auch noch nehmen, wenn die umsonst ist, wa? Oder 50? Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke.
Ja, dann werden wir jetzt erstmal. Warte, komm, jetzt machen wir das eben mal mit Olga. Olga Olgason. Na, kleiner Mann? Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Geh zu Donna Sonja und bezahl mich. Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Das ist fein, Liebster. Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Ich verspreche dir, diese Nacht wirst du nicht vergessen. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben, oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke. Ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf, Süßer. Boah, das war ja relativ unspektakulär. Ich dachte, man kriegt wenigstens so eine Szene gezeigt, was hier so abgeht. So, wir gucken mal eben hier noch drüben hin. Ich quatsche jetzt eben natürlich direkt mit denen, die hier sind. Ja. Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erikson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Ich würde dir all mein Erspartes geben, wenn das Schwein endlich aus unserem Haus verschwindet. Aber sei vorsichtig. Er ist ein mieser Hundesohn. Ich pass schon auf. Gehört Erikson zu den Banditen des Don? Ach was, er kam mit einem Schiff hierher. Faselte was von Piraten und so. Nee, der gehört zu niemandem hier. Gut zu wissen. Jo, speichern wir mal. Was, wir haben jetzt eine Nacht verbracht mit dir und unser Leben ist nicht aufgeladen. Was ist das denn? Man will doch wohl in nur 10 Minuten, dann knacke ich mal eben hier, wenn das geht. Bis zum nächsten Morgen. Jo, das funktioniert. So, sehr schön, dann speichern wir auch nochmal. Ja, dann hauen wir dem jetzt mal eben einen auf die Mütze, wa? Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Um deinen eigenen Kram. Ich bin neu in der Stadt. Ist mir doch scheißegal. Verschwinde. Oder du kriegst ein paar aufs Maul. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Oh lol, was hat der für einen Hammer? Lol, da hat er mich noch getroffen. Komm mal von der Bank runter, du Penner. Ja, Block, genau. Komm mal von einer Bank runter, du Klöte. Oh lol. Hört damit auf. Ja. Okay. Jetzt geht's rund. Ja. Nein. Da war ich zu übermütig. Da wollte ich ihn jetzt haben. Weil da wollte ich ihn eben niederstrecken. Damn it. Kacke. Naja, Ladescreen, das machen wir jetzt noch eben. Der ist ja nicht so schwierig, nur der hat guten Damage drauf mit seinem Hammer, wa? Ich bin mal gespannt, was das für ein Hammer ist. Wird ein Zweihänder, also eine Axt sein als Gruppe hier. Aber ich will versuchen das nochmal. Hat gut Damage gemacht. Was will? Ja, ich bin neu in der Stadt. Pipapo, pipapo, pipapo. Anlabern. Hab ein paar Fragen an dich. Und ich kann dir die... Okay. Na dann mal los. Lol. Ja. Ja.
What the fuck? Was hält der Bauer denn aus? Schnarch. Jawohl, besiegt. Ericsson, alles klauen, der hat sogar einen Schlüssel dabei gehabt. Was hat der für einen Schlüssel dabei gehabt? Okay. Trägt die Initialen GES, Truhenschlüssel vom Hof, der nah am Strand liegt, Truhenschlüssel aus einem Haus am Wegesrand. Okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Okay. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Ja, und mit diesen Worten, ne, haut ab, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zurück bei Let's Play Risen 1. Tschüss.